Scheiße. Lass mich in Frieden, ich will weiter pennen. Guten Morgen zusammen. Ich habe heute irgendwie nicht so gut geschlafen, wie ich mir das erhofft habe. Mein iPhone hat mich nämlich geweckt. Und zwar so brutal geweckt mit diesem Alarmklingelton. Ach, wie ich den hasse. Ich hätte lieber so einen ganzen Song als Klingelton. Ja, das wird wahrscheinlich nur in meinen Träumen passieren. Falsch gesagt. Ich zeige euch heute, wie ihr das machen könnt und wie du das auf deinem iPhone hinbekommst. Auf und davon zum Computer, denn ich möchte wirklich nicht noch länger unter diesen qualvollen Klingeltönen leiden. Ja, wie dem auch sei, ich habe da mir jetzt schon einen passenden Song ausgesucht, den ich gerne als Klingelton hätte. Den öffnen wir gleich mit QuickTime Player und danach drücken wir CMD und T. Jetzt verkürzen wir den Clip bis aufs Minimum und wählen da Trimmen. Danach drücken wir CMD, Shift und S und sichern das Ganze unter Wallpaper, aber hinten dran schreiben wir noch kurz. Und dann wählen wir Exportieren. So, QuickTime Player dürfen wir noch nicht schließen, da wir später noch eine Verwendung für diesen Song haben. Ja, wie dem auch sei, wir benennen jetzt das M4A in M4R um und ziehen das Ganze in iTunes hinein. Ja, dann müssen wir diesen Titel bearbeiten, denn dieser Titel wird dann auch auf dem iPhone angezeigt. So, bearbeiten. Genau. Danach synchronisieren wir das Ganze mit unserem iPhone. Das Backup können wir getrost überspringen. So, jetzt schnell kontrollieren, ob der Klingelton auch auf dem iPhone drauf ist. Ja, hier drauf. Gut. Und jetzt müssen wir diesen Song hier erneut trimmen. Und diesmal wählen wir wieder den ganzen Song. Und jetzt drücken wir CMD, Shift und S erneut. Und wählen Wallpaper ganz. Und dann exportieren wir das Ganze erneut. So, jetzt können wir QuickTime Player schließen. Und da müssen wir diesen Song wieder von M4A in M4R umbenennen. So, jetzt müsst ihr euch ein Programm vom Internet downloaden, das ich euch als Download-Link zur Verfügung in der Description gestellt habe. Und zwar nennt sich dieses Programm iExplorer. Dieses gibt es für Mac und für PC. Danach seht ihr euer iPhone. Wenn es gejailbreakt ist, seht ihr hier da den Pfad Root. Und bei den Nicht-Jailbreakern, jetzt was zum Beispiel bei mir der Fall ist, seht ihr Media. Wenn ihr Root habt, dann geht ihr, glaube ich, auf Root, War, Private, Mobile und dann Media. Dann kommt dieser Ordner und dann drücken wir auf iTunes Control. Danach seht ihr hier da diesen Ringtones Ordner und den öffnen wir. Danach seht ihr hier da diesen Code, also IEMX. Diesen kopieren wir hier da hinein. Genau gleich.
und dann löschen wir diesen hier da vom Gerät. Und dann ziehen wir diesen hier hinein. Epi voilà, mal schauen, ob das Ganze funktioniert hat. Dazu ist auch nicht irgendwie so ein Whispering nötig. Und wer sagt's? Tada! Und was habe ich euch gesagt? Dieser Traum wird in Erfüllung gehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, wenn ihr Lust habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute, macht's gut.